Heute gibt es dieses köstliche Spargelrösti. Es ist ganz ohne Mehl, also glutenfrei. Das ist das perfekte Gericht für einen Deluxe-Brunch. Ich halte es jetzt richtig simpel und reibe nur Kartoffeln. Ihr könnt da natürlich auch Zwiebeln dazugeben. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist jetzt das Wasser aus den Kartoffeln rauszudrücken. Dann kommt ein Ei dazu, ein bisschen Muskatnuss und Salz. Das mische ich dann durch und es kommt dann auch schon in die Pfanne. Und ja, ich bin nicht ganz fit, deshalb rede ich auch ein bisschen nasaler als sonst. Also wundert euch nicht. Aber was jetzt wichtig ist, dass ihr die Temperatur auf mittlerer bis hoher Stufe haltet, damit das Rösti schön goldbraun wird. Vor allem, falls ihr noch Zwiebeln dazu gibt, weil die karamellisieren nochmal viel schneller. Ich gebe das Ganze dann in den Ofen, einfach nur aufgrund der Größe. Wenn ihr die Röstis oder Kartoffelpuffer klein macht, dann müsst ihr das nicht in den Ofen geben. Ich wollte nur, dass das schön gleichmäßig gar wird. Jetzt kommt Sauerrahm drauf, Spargel, bisschen Rucola. Ihr könnt natürlich auch Räucherlachs drauf geben, Eier, bisschen Pfeffer und finito.